Herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Die kam etwas unverhofft, hast du gerade bei der Pressekonferenz gesagt. Komplett unerwartet, hätte ich nie im Leben mitgerechnet. Ich habe mich auch jetzt erst 2-3 Tage vorher entschieden, dass ich überhaupt das Zeitfahren fahre. Und habe mir gesagt, okay, jedes Zeitfahren ist ein gutes Training, einfach für die kommenden Zeitfahren. Natürlich innerlich hofft man immer, dass man gut abschneidet. Ich hätte mir ein Top-10-Ergebnis gewünscht. Und von daher ist es absolut unfassbar für mich, ja. Aber du bist da nicht locker reingegangen, sondern schon mit vollem Fokus und Vollgas. Ja, natürlich. Ich glaube, gerade für ein Zeitfahren, da muss man immer 100% fokussiert sein. Man hat einen genauen Zeitplan, wann man was zu sich nimmt mit Essen. Man möchte ja irgendwie Kraft haben, man darf, muss auch so essen, dass es einem nicht gerade wieder hochkommt. So. Und man hat da schon einen genauen so einen Timeplan. So. Von daher, ja, aber das kommt auch mit der Routine. Und für mich ist es wirklich einfach wichtig, so viel Zeitfahren wie möglich zu fahren. Einfach um da auch ein bisschen weniger nervös zu werden, weil meine Nervosität, die ist unfassbar. Die muss ich irgendwie loswerden, ja. Okay, das heißt, es ist so ein bisschen so eine Übung, um vielleicht auch ein Setting reinzukommen, einen Ablauf zu finden. Bist du da heute ein Stück schlauer geworden, wie du das am besten machst? Ja, schon. Also ich habe wie so eine Excel-Tabelle, wo ich einfach meine Startzeit reinmache und dann spuckt es mir alles aus, wann ich was nehmen muss, welches Gel und so weiter. Also das ist ganz gut und einfach da die Routine zu bekommen. Und das hat heute alles 1A geklappt. Ich hatte super Hilfe vom Schweizer Team, Tudor-Team, und das hat alles hervorragend geklappt. Und das gibt mir jetzt auch Sicherheit für die nächsten Rennen und nächsten Zeitfahren, dass ich da mir einfach nicht so einen Stress machen muss. Und das Pacing war dann auch nach Excel geplant oder war das so, was die Beine hergeben und so ein bisschen auf den Körper hören zwischendrin? Schon viel auf Körpergefühl hören, aber so grob das Planen, das habe ich schon versucht, ein bisschen zu pacen. So. Gerade am Anfang, okay, wenn es Rückenwind ist, dass man da einfach nicht überzieht, weil man denkt, oh, ich bin schnell unterwegs. Und gerade mit den Kurven, da musste man einfach auch frisch reinkommen und gegen Ende einfach alles geben. Ich glaube, es wäre für mich noch sehr hilfreich gewesen, wenn ich später gestartet wäre und da schon Zwischenzeiten von guten Fahrerinnen bekommen hätte, einfach um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Und ich glaube, wenn man jetzt im Radio hört, irgendwie auf den letzten 3-4 Kilometern, hey, noch du bist 5 Sekunden irgendwie hinten dran, dann da gibt man schon nochmal alles. Ich war jetzt eine der ersten Profifahrerinnen, die gestartet ist, und ich habe ununterbrochen Leute überholt. Das ist dann schwer einzuschätzen, wo man liegt. Von daher, wenn ich nächstes Jahr wieder fahre, dann starte ich später und dann hoffe ich, dass ich dann noch weiter nach vorne fahren kann. Und was heißt das heute hier beim Zeitfahren? Alles raushauen jetzt für morgen, fürs Straßenrennen? Ich hatte ein bisschen einen anderen Plan. Ich wollte mich schön direkt ausfahren und alles. Das hat jetzt alles nicht geklappt, aber ich habe schon mehr, als ich erhofft hatte, hier bei der Deutschen Meisterschaft erreicht. Und alles, was morgen kommt, ist Bonus und ich werde auf jeden Fall alles geben. Und auch das erste Mal, dass meine Familie zuschaut, das gibt mir ein bisschen extra Motivation. Und ja, jetzt heißt es einfach noch ein bisschen die Beine ausrollen, gut essen und morgen frisch an den Start.